Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, bevor dieses Video jetzt richtig losgeht, möchte ich euch noch einmal kurz was sagen, denn heute seht ihr die erste Folge von Die Unbekannte Person und ich habe gleich zum Anfang eine ziemlich krasse Story an sich und deswegen möchte ich mich erstmal beim Abonnenten bedanken, dass er mir so ein Vertrauen geschenkt hat und mir das Thema dazu geschrieben hat. Er hat mir nur einen ganz kleinen Ausschnitt geschickt, so 3 Zeilen glaube ich, und ich fand es einfach ziemlich krass. Es war auch direkt die erste Story, die ich eingesendet bekommen habe und ich habe gedacht, okay, aus der machst du direkt was, und habe ihn halt dann daraufhin gefragt, ob ich mir dazu was ausdenken darf oder ob das für ihn zu heftig wäre oder ob ihn das irgendwie angreifen würde. Und er hat mir sein Einverständnis dazu gegeben, deswegen nochmal Dankeschön wirklich für dein Vertrauen. Und ja, ich denke, ich habe da was ganz Gutes so rausgemacht, kann man sozusagen sagen. Und ja, jetzt wird es gleich mein Intro geben und dann wird es danach dann die Geschichte geben. Und zum Schluss werdet ihr mich dann nochmal sehen. Während der Geschichte gibt es ein kleines Gameplay im Hintergrund. Ich weiß nicht genau was, aber könnt ihr ja dann sehen. Geht heute eh nicht darum. Hört einfach der Geschichte gespannt zu. Und schreibt mir dann eure Meinung bitte in die Kommentare. Und ja, bewertet es positiv, wenn ihr es gut findet. Und ja, ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Und ich gebe mein Bestes und ich versuche es einfach mal. Und ich würde sagen, dann gibt es das Intro und wir sehen uns am Ende nochmal. Haut rein! Die unbekannte Person, Part 1. Der Autounfall. Vor 2 Wochen war noch alles gut. Ich war ein glücklicher Mensch und lebte mit meiner wundervollen Familie in einem Reihenhaus auf Sylt. Doch dies sollte sich schlagartig ändern. Wieder ein Montag, dachte ich mir, als ich schlaftrunken aus dem Bett fiel, um natürlich, wie sollte es anders sein, in die Schule zu gehen. Ich ging ins Badezimmer, um mich frisch zu machen. Schon bald machte ich mich auf den Weg. Allerdings hatte ich schon auf dem Schulweg ein ungutes Gefühl. Sowas hatte ich sonst nie. Ich ging eigentlich gerne zur Schule, weil ich dort meine ganzen Freunde um mich hatte. Ich dachte mir jedoch nicht viel dabei, weil ich wusste, dass ich mich im Kopf lieber auf die bevorstehende Mathe-Klausur einstellen sollte. In der Schule habe ich dann natürlich panisch die Hausaufgaben der anderen abgeschrieben, da ich diese natürlich mal wieder vergessen hatte. Puh, zum Glück ging alles gut, flüsterte ich leise, als der Lehrer meine Hausaufgaben abzeichnete. Jedoch machte sich jetzt wieder dieses komische Gefühl in mir breit. Ist es vielleicht wegen der Mathearbeit oder sollte heute noch irgendetwas passieren, fragte ich mich die ganze Zeit. In der 3. Stunde war es dann soweit, die große Mathe-Klausur. Es war circa 1/2 Stunde vergangen und ich fühlte mich sogar wohl während der Arbeit, bis auf einmal die Klassentür aufging. Meine Lieblingslehrerin stand total geschockt im Türrahmen und bat mich nach draußen. Ich fragte sie, was los sei. Sie meinte, ich muss jetzt stark sein. Ich wusste doch, dass heute irgendwas nicht in Ordnung ist, schoss es mir direkt durch den Kopf. Ich fragte sie, was los sei. Deine Mutter ist bei einem Autounfall gestorben. Ich schaute sie an und konnte zuerst nicht realisieren, was sie mir da gerade gesagt hat. Ich wurde umgehend von der Schule befreit und ging nach Hause. Dieser Weg kam mir ewig vor. Ich hatte Angst, und zwar vor all dem, was vor mir war und was mich noch erwartete. Die wichtigste Person in meinem Leben ist einfach weg. 2 Wochen später. Ich erwischte mich mal wieder selbst dabei, wie ich weinend auf meinem Bett lag. Ich wollte nicht weinen, aber es ging nicht anders. Ich versuchte mich abzulenken, aber jeder Versuch wurde von meinem Gehirn verweigert. Ich bekam einfach nichts mehr auf die Reihe und das machte mich einfach fertig. In der Schule gingen meine Noten einfach komplett den Bach runter. Ich hatte das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Ja, so Leute, nach der Geschichte, denke ich mal, werdet ihr auf jeden Fall verstehen, warum ich dieses kleine Pre-Intro vorhin gemacht habe, um ein bisschen zu erklären, dass ich dem Abonnenten halt für sein Vertrauen danke und, beziehungsweise ich spreche dich jetzt mal direkt an, Digga, dass du mir die Geschichte gegeben hast, beziehungsweise das Thema finde ich auf jeden Fall sehr lieb von dir und, wirklich, einfach krass von dir. Und ja, wie gesagt, ich wollte ja dann immer am Ende des Videos noch, beziehungsweise am Ende der Geschichte immer noch so einen kleinen Tipp geben. Bei der Geschichte muss ich echt sagen, ist es schwer, weil ich denke, dass man kann sich halt nicht in diese Lage reinversetzen. Man versucht es vielleicht, aber es funktioniert einfach nicht, weil sowas kann man und will man sich nicht vorstellen. Und es ist halt einfach ultra schwer. Aber ich denke mal, man sagt ja, Zeit heilt alle Wunden und wir wissen es ja selber von unseren Eltern vielleicht, dass deren Eltern vielleicht auch schon verstorben sind, also unsere Großeltern, und dass bei denen das Leben auch weitergeht.
Und was auf jeden Fall, denke ich mal, für dich sehr wichtig ist, das ist klar, dass du jetzt in der Schule das Problem hast, dass deine Noten sinken und so. Das ist jetzt in der Geschichte nicht ausgedacht, das hat er mir halt wirklich geschrieben. Das ist, denke ich mal, ganz normal. Das wird aber mit der Zeit auch wieder besser und die Lehrer werden dafür auch Verständnis zeigen, nehme ich mal an. Und was ganz, ganz wichtig ist, Digga, mach viel mit deinen Freunden. Geh, komm raus. Oder wenn es dir gut tut, setz dich vor die Konsole, zock mit deinen Leuten oder vergrab dich auf jeden Fall nicht in deinem Zimmer, Digga, weil das ist echt, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du alleine für dich bist. Weil wenn du alleine für dich bist, dann ist dein Kopf, der rattert die ganze Zeit, Leute. Ich weiß, wovon ich rede. Also ich kenne sein Problem kenne ich jetzt persönlich nicht, aber dieses Rattern im Kopf ist das Schlimmste, was es gibt. Ne? Wenn ihr abends im Bett liegt oder so und ihr komplett alleine seid, dann denkt ihr ja auch viel nach und so. Also ist zumindest bei mir so. Und deswegen, Digga, mach viel mit deinen Freunden, versuch dich abzulenken, auch wenn du vielleicht momentan wenig Kraft dafür hast, aber es wird dir, denk ich mal, auf jeden Fall besser gehen, wenn du es versuchst. Und ja, mehr kann ich dir eigentlich nicht zu sagen. Versuch das Beste draus zu machen, Digga, ist jetzt eine scheiß Situation, das wird dir auch lange wahrscheinlich scheiße gehen und es wird natürlich dich dein ganzes Leben beschäftigen, ja, das ist natürlich einfach so. Aber versuch das Beste draus zu machen, Digga. Ich hoffe, ich konnte dir helfen und dir hat das Video vielleicht auch so ein bisschen Kraft gegeben oder ein bisschen geholfen. Und ja, Leute, ich würde sagen, schreibt mir Geschichten auf Facebook, wenn ihr auch dabei sein wollt. Wenn die dann gut genug ist oder ich die halt verwenden kann, dann werde ich sie auch in Videos benutzen. Und ich würde sagen, ja, bisschen Brainfuck hier ein bisschen auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.